Hallo Jönüsschen und willkommen zur 7. Folge Fußballmanager 20 mit Werder Bremen. Ja, wir sind jetzt in der 7. Folge genau vor der Winterpause und hoffentlich habt ihr euch die letzte Folge schon angeschaut. Dort erfahrt ihr nochmal alles, was da logischerweise passiert ist. Wir gehen jetzt in die Simulation rein, haben jetzt natürlich noch das DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC Berlin, unsere Weihnachtsfeier noch zwischendurch und ja, dann haben wir noch den ganzen Winter vor uns und dort werden wir ein paar Spieler kaufen, beziehungsweise ein paar wenige und den ganzen Verein umstrukturieren. Ich habe aktuell auch alle Mitarbeiter soweit entlassen, die irgendwie nicht gut genug sind und dafür richtig gute Leute geholt. Das sind natürlich dann auch teure Leute, aber ja, ich wollte halt erstmal einen Manager beziehungsweise Mitarbeiterstab, der richtig krass ist. Natürlich möchten jetzt auch manche sagen, dass man vielleicht den Manager zuerst entlassen sollte, aber ja gut. Also schauen wir uns mal diese Tabelle hier an. Das ist jetzt einfach nur das Jahr 2019. 7. Platz ist, denke ich, in Ordnung. Und bevor wir jetzt in dieses Spiel gegen Hertha reingehen, möchte ich einfach mal, dass ihr oben rechts abstimmt. Und zwar habe ich so ein bisschen Lust auf einen Umbruch. Und um dazu zu sagen, ja, was für ein Umbruch wird das jetzt eigentlich werden? Also machen wir das Ganze mit Jugendspielern. Also es ging ja darum, dass wir realistischer spielen, dass wir mehr deutsche Spieler auch brauchen. Und ja, also da habe ich jetzt einfach mal überlegt, wie können wir das denn anstellen. Entweder können wir jetzt einfach deutsche Spieler über die nächsten Jahre kaufen und immer, ja, so junge Leute halt wirklich kaufen für recht billig, also für 2-3 Millionen jeweils und die dann einfach ranziehen. Oder wir können halt sozusagen unsere Jugend selber machen. Also sozusagen deutsche Spieler machen wir selber oder halt, ja, deutsche Spieler kaufen wir. Einfach mal, dass ihr das ein bisschen abstimmt. Oder ob wir halt weiterhin einfach versuchen sollen, gute Spieler zu kaufen, je nachdem. Also wir könnten jetzt eventuell in die Europa League kommen. Aktuell sind wir Tabellen-Siebter. Also das ist die Frage, in welche Richtung geht das hier? Und wir stellen jetzt erstmal unsere Mannschaft auf. Können wir Augustinsson für Selassie bringen und Selassie dann logischerweise für Lang. Können wir noch irgendwas verbessern? Sieht jetzt nicht wirklich danach aus. Füllkrug möchte ich mal für Dost spielen lassen. Einfach so und ich kann euch die zweite Mannschaft nochmal zeigen. Dort haben wir jetzt der linke Flügel, Cessignon, genauso heißt er. Und der ist jetzt auch schon ziemlich krass, hat eine 66 mit 19. Sargent hat eigentlich auch eine 70, spielt nur aktuell nicht als Stürmer. Denn da spielt jetzt Kevin von den Berg. Ja, also da weiß der Assistenztrainer dann, denke ich mal, was er tut. Auch Mai hat hier eine 65, also der entwickelt sich schon sehr gut. Und auch unser Keeper aus der B-Jugend, glaube ich, ist das, hat schon eine 63 und Früchtl hat gerade eine 62. Also da könnte sich auch was entwickeln. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal in das Spiel rein. Vorher haben wir hier noch 1 und 1, das beste Netz. Ja, dort können wir dann nochmal eben verhandeln. Oder auch nochmal verhandeln und dann unterschreiben, sehr schön. Und damit können wir dann einfach mal in das Match reingehen. Hertha ist minimal besser, aber ich hoffe, dass wir einfach irgendwie gewinnen. Also Klaassen ist verletzt, wir sind 10 Mannschaftsstärke schwächer, haben ein bisschen schlechtere Form. Aber wenn wir erstmal in Führung gehen, ist es unser Heimspiel, also der Sieg ist heute möglich. Und hoffen wir einfach mal, Maxi Eggestein, nach 2 Minuten gehen wir mal in Führung. Sehr schön, genauso wie ich es das erhofft hatte. Marius Wolf 1:1. Aber ja gut, also wir haben mit Eggestein zumindest mal ein Tor. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir weiter? Ich würde einfach mal sagen, dass wir, ja, wir müssen eigentlich hier ran, an Sahin. Dann bringen wir mal Bargfrede für Sahin und ja, Selassie, Möwald, Eggestein. Ja, da können wir jetzt nicht wirklich ran. Gut, dann machen wir erstmal weiter und schauen, ob wir dann Dost oder so für Füllkrug am Ende noch bringen dürfen. Beziehungsweise können, dürfen ist ein bisschen unlogisch. Also mache ich mal langsamer hier. Erstmal nur auf schnell. Also wir sind jetzt in der 52. Wir müssen direkt reagieren, wenn jetzt irgendwas passiert. Ich lasse die Leute mal aufwärmen. 60. Also so 68. bringe ich die. Bittencourt hat gelb und das ist, denke ich mal, direkt die Entscheidung hier, den Jojo Eggestein zu bringen und Bastos für Füllkrug. Der hat auch schon gelb. Damit haben wir dann hier unsere Wechsel durch. Wir hätten eh nichts großartig anders machen können. Also dann geht's weiter. Jetzt können wir eigentlich nichts mehr tun. Haben 2 Wechsel getätigt, beide offensiv. Jetzt machen wir da hoffentlich Druck. Also, Ibisevic kam bei Hertha. Wir haben nur diese eine Chance und es ist Ibisevic, der ihn reinmacht.
Leute, jetzt mal. Ach du Scheiße. Ja, das war's dann mit dem DFB-Pokal. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber ja. Gut, geben wir ihm mal eine extreme Strafe, so. Oder eine harte, meinetwegen. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Wir haben erstmal Budget reduziert. Ja. Kann passieren. Hier sehe ich einfach neue Mitarbeiter überall. Und auch wir unterschreiben jetzt einen neuen Vertrag. Erstgehalt ist komplett egal eigentlich. Und damit haben wir unseren Vertrag erstmal verlängert. Geht ja hier in dieser Karriere nicht darum, irgendwie später einen eigenen Verein zu gründen. Das werden wir wahrscheinlich, so wie es aussieht, in der Stream-Karriere machen. So habt ihr abgestimmt. Und jetzt schauen wir uns erstmal an. Ja, die ganzen neuen Leute. Rashica bricht Training ab. Was soll der Scheiß? Aber gut, schauen wir uns die Mitarbeiter an. Die haben jetzt alle so eine 85 bis, ja, eigentlich hohe 90er-Werte. Darauf habe ich so ziemlich geachtet. Und wir haben jetzt auch dadurch viele Scouts. Also hier 85, 90, 85, 88. Können wir noch mehr Scouts holen rein zufällig? Das wäre eigentlich recht cool. Dann können wir erstmal alle Jugendmannschaften durchscouten. Und immer so weiter. Das war halt der Plan. Also wir haben hier noch einen 79er Scout. Das ist jetzt nicht so krass, ne? Aber meinetwegen nehmen wir den mit. Ganz easy. Langen Vertrag, damit wir erstmal nicht so mit ihm wieder verlängern müssen. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe jetzt für diesen Winter noch nicht wirklich überlegt, wen wir holen können. Ich denke einfach mal, dass wir das nehmen, sozusagen, was auf uns zukommt und dass wir selber jetzt nicht so wirklich aktiv werden. Aber mal schauen, was sich so ergibt. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn irgendwas in die Richtung geht. So, das Neujahr 1920. Vielleicht, ja, kommen hier unerwartete Sachen raus. Mal schauen. Eggestein verbessert sich, Bartels natürlich nicht. Jojo Eggestein auch nicht so wirklich scheinen. Ach, was ein Dreck. So wirklich verbessern tut sich hier niemand. Obwohl das doch eigentlich eine gute Saison ist. Ich meine, wir sind... Wo sind wir? Siebter? Und das mit Werder einfach so aus dem Stand. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, warum die ganze Mannschaft dabei abkackt und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt gerade einfach mal auf Verträge und da sehe ich, dass einige auslaufen. Also haben wir jetzt Selassie, Sahin. Ah, das sind schon verdammt viele. Ja, Davis ist die... Laie, Lang auch, Pizarro können wir nicht verlängern und Bartels auch, ja. Die lassen wir aber, denke ich mal, alle auslaufen. Und dann haben wir einfach, ja, so gesehen, einen automatisch jüngeren Kader. Hier regen sich aktuell viele auf, also mal schauen, ob wir irgendwie essen gehen können oder so. Irgendwie sowas werde ich jetzt einfach mal machen. Also wir haben jetzt die Spieleraussprache. Pavlenka sagt, wir sind nicht fit. Bittencourt, an ihnen liegt das nicht. Eggestein, uns fehlen Spieler, die auch mal auf den Tisch hauen. Ihre Einwechslungen sind zu spät, sagt Lang. Und Davis, es wird zu wenig rotiert. Leider spielen immer die gleichen. Ja, geh heulen. Ganz ehrlich, so, da haben wir eine neue Bewertung. 14, warum auch immer. Als letztes sind wir eigentlich rausgeflogen aus dem DFB-Pokal, aber okay. So, hier haben wir die ersten Talente. Und die werden wir einfach alle direkt mal weiter scouten lassen von Adi Kasper. Bei Christians haben wir schon die maximalen Informationen, aber ja, also den will ich nicht haben. Und der ist auch schwierig vom Charakter her, also nö, der fällt da schon mal schön raus. So, einmal wieder das ganz normale aussortieren und
Sieht soweit wieder mal ganz ordentlich aus. Alle haben drei goldene Talentsterne. Gucken wir mal in die A-Jugend. Dort sieht das noch nicht so ganz gut aus, aber die profitieren ja automatisch davon. Also da können wir vielleicht am Jahresende hier nochmal ein paar Leute holen. Schauen wir einfach mal, wo der Vertrag denn so zu Ende sein wird, beziehungsweise das letzte Jahr in der Jugend. Ah, wobei, da will ich glaube ich überhaupt keinen von, aber ja, mal schauen. So, erste Vertragsverhandlung für dieses Transferfenster. Ein Jugendspieler, Peter Quinn von Manchester City, hat eine 64 als ZM, ist 18 Jahre jung und wir wollen ihn verpflichten für die zweite Mannschaft. Wir haben jetzt eine Liste von Spielern, wo der Vertrag ausläuft und ja, schauen wir einfach mal, ob wir eventuell Leute kriegen können davon. Wir haben jetzt eine Verstärkung in der ersten Mannschaft. Außer unserer zweiten Mannschaft begrüßt uns Malte Karpstein. Den habe ich jetzt hochgezogen, hat lange Zeit als DM gespielt, ist 21 Jahre jung und hat eine 68. Ist eigentlich so weit ganz in Ordnung. Und den wollte ich wahrscheinlich für Moisander spielen lassen. Denn der hat eine 76, ist damit zwar gut aufgestellt, aber blockiert natürlich die anderen in ihrer Entwicklung. Aber gut, konzentrieren wir uns erstmal darauf, dass wir das Spiel hier in Köln gewinnen. Da würde ich sagen, heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Zu diesem Spiel bin ich übrigens auch im Real Life eingeladen. Also dort werde ich dann mal wieder ein Fußballspiel sehen. Das ist natürlich ziemlich cool. Und ja, freue ich mich schon drauf. Ich werde euch dann mal in der einen oder anderen Folge hiervon berichten. Aber jetzt schauen wir mal, dass es das so ein bisschen wie eine Prognose wird, hoffe ich mal. Und nee, jetzt hoffe ich es nicht mehr. Ich werde nicht, dass wir in Köln verlieren, aber ja. Das bahnt sich hier gerade an. Also was können wir noch machen? Ja, Selassie ist vollkommen schlecht. Gerade müssen wir einfach lang mal bringen. Machen wir eine Halbzeitansprache und jetzt los, jetzt zeigt es ihn. Kommt schon. Strengt euch an, ne? Wir haben natürlich jetzt lange nicht gespielt. Florian Kainz. Eggestein 1:1, sehr stark. Damit haben wir noch weniger als 20 Minuten, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Da bringen wir einfach Alphonso Davies, der gerade genauso gut ist wie Milord Rashica und der wird es jetzt bringen. Los. Komm schon. Ja, okay, 1:1 in Köln ist nicht das, was ich wollte. Es geht aber auch schlechter und RB Leipzig ist Herbstmeister. Wir beenden damit die erste Saisonhälfte auf Platz 9. Ist also nicht besser, sondern eher schlechter geworden durch dieses Spiel. Ja, war jetzt auch nicht geplant, aber okay. Peter Quinn ist jetzt bei uns in der zweiten Mannschaft, kann damit also direkt den Karpstein, den wir in die erste Mannschaft geholt haben, ersetzen. Und Maximilian Eggestein hat jetzt auch eine 80 und Davies immer noch eine 71, sehr schön. Wir haben hier jemand aus der A-Jugend von Manchester City, Cuevas. Also wenn wir den holen können, wäre ich ziemlich zufrieden. Also versuchen wir es doch einfach mal. Und das scheint wirklich zu klappen. Also dann gehen wir mal voll rein. Du kriegst ordentlich viel Geld. Denn das scheint jetzt das neue Torwarttalent zu sein. Ich hoffe, der endet nicht so wie Corey Sheehan. Ne? Also wer den noch kennt. Ne? Also ups, sage ich da nur. Aber gut, versuchen wir es. Und vielleicht sollte ich erstmal ein Budget holen. Also auf ein neues geben wir ihm also wieder sehr viel schönes Gehalt. Und natürlich Handgeld darf auch nicht fehlen. Und dann hoffe ich mal, dass wir unseren neuen Superkeeper haben. Pavlenka ist der drittbeste Keeper der Bundesliga nach Jahrstein und nach Sommer. Also was auch immer hier falsch gelaufen ist, aber so ist es anscheinend. Wir sind jetzt in Düsseldorf und dort geht es einfach nur um den Sieg. Mal schauen, ob wir den auch schaffen. Also ein Unentschieden schaffen wir mindestens. Also ich möchte schon in Düsseldorf gewinnen, aber dann kommt das und dann kommt Füllkrug und dann ist es wieder möglich und ja. Also von daher erstmal 1:1 hier. Mal schauen, wie es weitergeht. Selassie hat natürlich schon gelb und Rashica auch. Also werden wir einfach Rashica runternehmen, der eine 4:0 hat, bringen Alphonso Davies dafür. Selassie runter, da bringen wir Lang. Einfach damit wir jetzt bloß keine gelb-rote kriegen, dann lass uns mal für Aufsehen sorgen. Wir gewinnen das Ding, Assistent und los. Also alle Spieler nochmal aufwärmen. Leonardo Bittencourt, 2:1, rufen Hennings, was ein Dreck. Bringen wir Bastos für Füllkrug vorne rein. Der schießt direkt das Tor. Eddie is a legend. Wir gewinnen 3:2. Super. Nein, warum bleibst du bei Manchester City? Was ist falsch mit dir? Was ist falsch mit dir? So, die letzten 24 Stunden des Transferfensters. Mal schauen, ob sich da noch irgendwas ergibt. Ja, ich möchte jetzt keinen Linksverteidiger kaufen. Korbstein möchte ich ebenfalls nicht verkaufen. Oder Karpstein. Wieso nenne ich ihn Korbstein? Was ist denn mit mir los? Das mache ich bestimmt schon ein paar Folgen. Ja, einen Linksverteidiger bräuchten wir jetzt nicht so wirklich, auch wenn sich Augustinsson gerade verletzt hat.
Aber das wäre ja wirklich ein sehr spontaner Kauf. Also das braucht es jetzt eigentlich nicht. Auch wenn er natürlich 24 ist, aber er ist halt auch nicht deutsch, ne? Also von daher. So weiter hat sich da jetzt nichts entwickelt. Wir konnten keinen weiteren holen und damit ist Coutinho immer noch teuerster Spieler der Bundesliga. Daran hätten wir jetzt auch nichts ändern können. Wir schauen einfach mal, wie wir klar. Ja, Hennings natürlich, was ein Dreck. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir gegen Hoffenheim gewinnen können. Ich habe gerade gesehen, Sami Khedira ist zu RB Leipzig gegangen. Ja, was ist hier eigentlich los? Was ist denn hier los? Augustinsson und Füllkrug verletzt. Na, also das wird auch nicht besser. Durch die Verletzung von Augustinsson spielt Davies jetzt Linksverteidiger. Hat mir auch jemand in den Kommentaren empfohlen. Und wir schauen einfach mal, wie wir gegen Hoffenheim klarkommen. Das ist zumindest mal eine gute Anfangsphase. Maxi Eggestein 1:0. Bringen wir es hoffentlich mal in die Pause. Ja, sehr schön. Damit bringen wir jetzt Moisander für Veljkovic und Bargfrede für Möwald. Einfach damit wir jetzt mal die gelben Karten los sind. Weiter geht's, zweite Halbzeit. 60 Minuten rum, Rashica 2:0, sehr stark. Damit können wir nochmal. Ah, jetzt haben wir gerade das 2:1 gekriegt. Aber egal, da bringen wir jetzt einfach Eggestein nochmal für Bittencourt. Belfodil, du kleines Krokodil, was auch immer. Bastos 3:1 und damit ist die Sache durch gegen Hoffenheim. Dann würde ich sagen, beenden wir damit die Folge auf Platz 7. Ein Punkt hinter Bayer Leverkusen auf Platz 6. Ja, sieht, denke ich mal, noch ganz ordentlich aus. Wir haben den Winter soweit, naja, gut überstanden. Dann geht es nach Augsburg, heim gegen Union Berlin. Das müssten eigentlich 6 Punkte sein. Dann auswärts in Leipzig und heim gegen Dortmund. Ja, das wird wieder eng. Also da haben wir, denke ich mal, eine spannende Folge nächstes Mal vor uns. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, was auch immer. Und ein Abo, damit ihr einfach nichts mehr verpasst, ist, denke ich, auch einleuchtend. Und damit bis zum nächsten Mal und ciao.